Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit einer ganz wunderbaren Mischung und sogar mit Gästen, die für uns Musik gemacht haben. Viel Spaß! Ich bin gerade hier im Theatrium von AIDA Perla. Wir bereiten das Schiff gerade vor und freuen uns riesig auf die ersten Gäste. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn unsere Gäste uns was mitbringen, wie zum Beispiel die Fiddling Millers. Die haben Musik gemacht. Gucken Sie mal. Ich heiße Tobias, ich bin 15 Jahre alt. Ich spiele Viola. Ich bin Joel, ich spiele Bratsche. Ich heiße Vivian, ich spiele Geige, seit ich 3 Jahre alt bin. Ich heiße Diana, gehe in die 3. Klasse, bin 8 Jahre. Ja, ich bin die Mutter. Ich habe Viola und Violine beides studiert. Und wir zusammen sind die Fiddling Millers. Ich bin selber an der Musikschule und ich habe sehr viele Kinder ab 5, manchmal ab 4 Jahren und da haben sie halt einfach noch Zeit. Es hat sich bei uns einfach so ergeben, weil die sind kaum gelaufen, wollten sie eine Geige haben. Die spielen alle drei, ich habe es mir mal aufgeschrieben, im Jugendsinfonieorchester Zürichsee. Und das ist ja schon, mit wie vielen Leuten seid ihr da unterwegs, Viviane? Ungefähr 50. 50 ja. Kinder und Jugendliche, in welchem Alter seid ihr da alle? Zwischen 12 und 18 Jahre. Zwischen 12 und 18 Jahre. Hast du ein Lieblingsstück, was du am liebsten spielst, wo du sagst so, da freue ich mich immer drauf, wenn ich das, oder wenn du so das spiele ich einfach am liebsten? Ja, ich denke allgemein Stücke von ABBA sind. ABBA, ja. Guck mal, ABBA, als wenn wir seelenverwandt wären. Unsere AIDA Vita hatte Geburtstag und dafür hat sie sich so richtig schick gemacht. Und gefeiert wurde auch. Gucken Sie mal. Das war der 4. Mai 2002. Um 15.30 Uhr in Warnemünde wurde AIDA Vita getauft. Und heute ist es 15 Jahre später. Und auf der Sekunde genau wollen wir diesen Geburtstag feiern. 3, 2, 1. Ich sag, der Tauftag, da war einmal die Herausforderung, erstens einmal das Wetter. Das wäre natürlich schon, wir haben eine Open-Air-Bühne dort gehabt, wo DJ Bobo aufgetreten ist, wo die No Angels damals aufgetreten sind. Und wir wussten eben, dass die Taufparty in Begleitung ihres Gatten, des Bundeskanzlers, kommt. Wir froren schneller, als wir klappern konnten. Und Sie können sich vorstellen, da kommt eine Dame an. Ich meine, wenn Sie Frau Schröder-Köpf kennen, zierlich, mit Hütchen und leichtem Kostüm, die dann bei dem Wetter losziehen musste und musste die Worte aller Worte sprechen, dass sie uns für ein langes Schiffsleben alles Gute wünscht. Wir haben sie anschließend schnell zurückgeführt in die AIDA-Bar und haben ihr was Warmes zu trinken gegeben. Das Spannende daran war, dass sie ihren Mann mitbrachte. Er hat nur Doris immer zugerufen, Doris, Doris, wir haben heute Nachmittag einen Kaffeegast, wir müssen los. Als ich gestern an Bord gekommen bin, soll nach Hause kommen. Was ganz für mich interessant und witzig war, sogar der Geruch des Schiffes war noch im Gedächtnis. Ich habe gesagt, ja, das ist die Vita. Ich bedanke mich bei euch wirklich auf das Herzlichste, dass ich hier sitzen darf. Prost AIDA Vita, 15 Jahre Geburtstag. Die Welt hinter uns wird immer kleiner. Vor der Fahrt Richtung Horizont ins Glück. Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf Geburtstag von AIDA Vita, schönstes Schiff der Flotte. Yeah.
ich bin hier gerade auf der Bühne von Aida Perla. Ein großartiges Gefühl, endlich ist alles fertig, endlich geht's los. Und wir sind ein bisschen aufgeregt, das muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen aufgeregt ist wahrscheinlich auch Jürgen Milzki. Das ist einer von den Stars, die im September bei uns an Bord sind und mit uns Oktoberfest feiern. Und er hat für Sie eine Einladung. Bitte schön. Mein Name ist Jürgen Milzki und am 22.09. wird richtig Oktoberfest gefeiert auf der Aida Perla. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Immer, wirklich immer, wenn ich an Bord bin, würde ich am liebsten direkt verlängern. Nur noch schnell meine Familie herholen und dann eine Woche Urlaub auf Aida Perla. Ach, wäre das herrlich. Ansonsten, wenn Sie sich fürs Reisen interessieren, jetzt richtig Lust bekommen haben, dann gehen Sie doch in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de und gucken Sie mal. Sie finden sicher was. Und hier ist sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten unsere Reise in Kiel und fahren als erstes nach Newcastle und Dover. Es geht weiter nach Fishguard und Liverpool. Die nächsten Häfen sind Dublin und Greenock. Wir besuchen noch Invergordon und Aarhus und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Kiel. Manchmal ist es wirklich schwer, sich zu entscheiden. Zum Beispiel hier auf Aida Perla gehe ich in den Pool mit einem Flamingo oder mit einem Einhorn. Ich kann mich ganz schwer entscheiden. Sie müssen sich nicht entscheiden, das ist die gute Nachricht. Sie kriegen einfach alle schönsten Bilder der Woche. Bitteschön. Auf einmal ganz vor.